Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Stadium. Und nachdem wir das letzte Mal den Pokémon Cup endgültig abgeschlossen haben, geht es heute weiter mit dem Premium Cup in der Runde 2 von Pokémon Stadium. Natürlich müssen wir auch hier erstmal wieder mit der Pokéball-Kategorie beginnen. Und wir nehmen unser Team, welches wir bereits in der ersten Runde genutzt haben, also die bekannten Zapdos, Glurak, Lapras, Scharnierer und Machomai und Simsala wurde bzw. wird auch hier durch Mewtwo ersetzt werden. Und damit legen wir direkt los. Der erste Kampf gegen den Glatzkopf. Und das ist erstmal relativ erbärmlich, was er hier anbietet. Aber ja, das war abzusehen. Würde ich sagen, legst du los, dich nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und zu guter Letzt dich. Und dann starten wir hier direkt in den Kampf. Wir brauchen nicht auf irgendwelche Level schauen. Es ist immer jede Kombination möglich, weil halt hier das Maximum bei Level 100 liegt. Und höher geht's halt einfach nicht. So, Glumanda ist unser erster Gegner. Wir versuchen es mit Donnerblitz auszuschalten. Da brauchen wir nicht erst auf den Delegator zurückgreifen. Zweimal Donnerblitz sollte reichen. Oder ein Volltreffer. Der sollte auch reichen. Er reicht auch. Damit ist Glumanda da schon mal besiegt. Weiter geht's. Mit Raupi. Da sollte auf jeden Fall ein Borschnabel genügen, um dieses auszuschalten. Alles andere würde mich doch schon leicht wundern. Oh, nächster Volltreffer. Zapdos ist richtig gut drauf, scheinbar. So, was kommt jetzt hier zum Schluss? Jetzt hier schon Raupi kam, wird wahrscheinlich sowas wie Carvador kommen. Na klar, Carvador. Carvador, wir nehmen die Donnerblitzattacke. Die muss ausreichen, um Carvador auszuschalten. Kein Volltreffer. Reicht aber natürlich trotzdem aus. Und damit gewinnen wir den ersten Kampf, ohne auch nur ein KP zu verlieren. So stelle ich mir das doch vor. Und damit holen wir natürlich auch das erste Extra Continue. Weiter geht's mit Kampf Nummer 2. Wir stellen uns dem Karateka. Und auch er hat außer Bibor nur die Grundstufen. Oh nein, er hat ein Nido. Hier steht zwar Nidorino, aber es ist ein Nidoran. Ich das mal so ganz kurz nebenbei anmerken darf. So, dich bräuchten wir noch. Und im Zweifel dich. Los geht's. Ja, wir machen auch im Pokéball mal den Auftakt mit Mewtwo, damit das schon mal hier ein bisschen reinkommt. Das brauchen wir ja dann in den späteren Runden. Und beim Gegner kommt Ratfratz. Mal schauen, ob auf Mewtwos Seiten die Psychokinese ausreicht, um Ratfratz mit einem Schlag zu plätten. Reicht aus, sehr schön. So muss das sein. Weiter geht's mit dem zweiten Pokémon. Es kommt Bibor. Das ist natürlich nicht unbedingt geeignet für die Psychokinese. Bibor ja, Käfergift. Und das wird richtig Schaden anrichten. Der Volltreffer dazu noch. Bibor kann sich auch direkt wieder verabschieden. Damit warten wir auf das letzte Pokémon. Mal schauen, was da jetzt hier noch erscheint. Macholo. Auch das hat eine Schwäche gegenüber der Psychokinese. Dementsprechend werden wir auch hier aus dem zweiten Kampf ohne einen einzigen KP-Verlust rausgehen.
Und auch hier das extra Continue mitnehmen. Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Das ist der Sieg. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Und damit ist auch der Karateka jetzt besiegt. Wir schauen, wer sich uns als nächstes entgegenstellt. Kampf Nummer 3 steht an im Premium Cup. Kategorie Pokéball Runde 2. Es geht gegen den Spieler, der da hier in der ersten Runde von Pokémon Stadium immer mit K.O.-Attacken kam. Das wird wahrscheinlich diesmal nicht der Fall sein. Es kann... Mewtwo konnte noch die Risiko-Tackle. Weil der Geowurf eigentlich auch nicht so verkehrt gewesen wäre. Okay. Sei es drum. Wen lassen wir das denn machen? Ja, nehme ich heute dich mit. Als erstes. Dich auf jeden Fall noch mit. Und... Nein, dich wollte ich nicht mitnehmen. Neuauswahl. Dich wollte ich noch mitnehmen. Lasst uns loslegen. Auftakt macht diesmal Lapras für uns. Ist nicht unbedingt das schnellste Pokémon. Aber es wird seine Aufgabe erfüllen, denke ich. Wir werden unter Umständen die ersten Treffer abbekommen. Aber was soll es? Wir sind schneller als Pipi und nutzen den Eisstrahl. Oh, das macht gar nicht mal so viel Schaden. Pipi mit einem relativ hohen Speziwert. Oh, und da kommt das Lichtschild. Okay, da müssen wir jetzt natürlich auf die Body Slam Attacke zurückgreifen. Das sollten zwei reichen. Wir werden ja wohl einen Hunderter anrichten, oder? Lapras? Wow, gerade so. Das könnte unter Umständen nicht reichen. Jetzt kommt noch der Reflektor dazu. Da wirst du doch bekloppt. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei Attacken. Machen wir nochmal Eisstrahl. Vielleicht können wir ja mit ein bisschen Glück Pipi einfrieren. Nein, können wir nicht. Und jetzt kommt von Pipi Metronom und Slam. Also das hat sich richtig gelohnt. Die Taktik, wie Pipi ja ausgespielt wurde, erstmal schön... die Defensive aufbauen und dann erstmal mit Metronom daneben hauen. Klasse. Und jetzt kommt der Volltreffer, Lapras. Ach, das ist doch Mist. Naja, gut. Pipi ausgeschalten. Lapras noch ohne eigenen Kratzer. Es kommt Pantimos. Mal schauen, ob Pantimos schneller ist. Ich rechne schon damit, dass es schneller ist. Ja, da kommt auch ein Lichtschild. Das ist Mist, weil ich habe den Eisstrahl eingesetzt. Hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass Lichtschild kommt. Na gut, jetzt wird dann gleich noch der Reflektor kommen. Greifen wir vielleicht erstmal weiter an mit Eisstrahl. Ah, Barriere, okay. Barriere. Vielleicht kommt dann zusätzlich noch der Reflektor. Ah, Lapras, du könntest zumindest mal versuchen, es einzufrieren. Das wäre ganz brauchbar eigentlich. Deswegen nutze ich hier gerade... Oh, nochmal Barriere. Deswegen nutze ich hier gerade eigentlich auch den Eisstrahl, nicht die Surferattacke. Passiert aber nicht. Passiert nicht. Okay. Greifen wir auf den Surfer zurück. Metronom, Psystrahl. Volltreffer. Das ist natürlich ärgerlich, dass Pantimos ausgerechnet auch noch eine Psycho-Attacke ausgewählt bekommt durch Metronom. Auf die Pantimos ja dann natürlich auch den Step bekommt. Ja, reicht noch nicht aus, um es auszunocken.
Ist ein relativ langwieriger Kampf. Metronom, nochmal Barriere. Dass natürlich ausgerechnet jetzt hier die Barriere kommt, ist auch interessant. Bei uns kommt nochmal Surfer und damit ist Pantimos ausgeschalten. Und dann schauen wir mal, welches Pokémon uns jetzt hier als letztes erwartet. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Magma. Okay. Da werde ich so oder so auf den Surfer zurückgreifen. Egal, ob da jetzt hier Lichtschild kommt oder nicht. Konfustrahl. Okay. Da werden wir das Pokémon wechseln. Okay, der Surfer trifft jetzt erstmal. Vielleicht reicht das ja aus. Ich glaube es fast nicht. Ja, es reicht nicht aus. Wir wechseln das Pokémon aus. Und schicken Mewtwo in den Kampf. Mal schauen, wie Magma darauf reagiert. Beziehungsweise, was Magma jetzt überhaupt vorhatte, gegen Lapras einzusetzen. Metronom Schwerttanz. Das wird dir wohl oder übel nichts mehr bringen. Die Psychokinese wird Magma hier ausschalten. Und damit gewinnen wir auch Kampf Nummer 3 mit Extra Continue. So wie sich das gehört. Also auch den Spieler besiegt. Leichte KP-Verluste bei Lapras. Aber was soll's? Weiter geht's jetzt mit Kampf Nummer 4. Weiter geht es mit dem Rocket Rübel. So, und da ist eigentlich relativ klar, was wir als erstes schicken sollen, wenn wir den Kampf schnell beenden wollen. Dann nehme ich noch dich dazu mit und dich. Und dann haben wir ausnahmsweise mal wieder unser stärkstes Team ausgewählt. Starten mit Mewtwo in den vierten Kampf. Und beim Gegner kommt Sepa. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt hier erstmal eine Rauchwolke kommt. Da habe ich bedingt Lust drauf. Deswegen agieren wir hier schon mal mit dem Delegado. Okay, Silberblick wäre gekommen. Der hat natürlich ähnlich keinen Effekt, wenn der Delegator draußen ist. Und dann können wir jetzt loslegen mit der Psychokinese. Nochmal Silberblick. Das sind halt die Sachen, wo ich erwarte, dass die in der Runde 2 nicht mehr passieren. Weil das macht keinen Sinn, nochmal Silberblick einzusetzen, wenn ich weiß, da steht ein Delegator. In der vorherigen Runde, ja, okay, kann passieren. Aber jetzt, nein. Jetzt hätte was anderes kommen müssen. Okay, Sepa ausgeschalten. Warten wir auf Pokémon Nummer 2 unseres Gegners. Welches Pokémon wird nun kämpfen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Georock. Ja, was wird da von Georock kommen? Beide Pokémon gehören völlig. Ich hätte ja grundsätzlich mit einer Explosion gerechnet. Aber die macht natürlich beim Delegator keinen Sinn. Außer eben um den Delegator zu zerstören. Aber Georock wird sowieso nicht angreifen können. Da Mewtwo hier mit dem Volltreffer durchgeschlagen hat und Georock somit besiegt wird. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Weiter geht's mit Rattan. Das wird auch eine schnelle Angelegenheit. Rattan als Gift-Pokémon bekommt die Psychokinese da sehr effektiv ab. Und es wird Rattan nicht überstehen. Damit gewinnen wir also auch Kampf Nummer 4. Auch das mit Extra Continue. Und starten dann beim nächsten Mal mit 4 Extra Continues in die zweite Hälfte des Premium Cups Kategorie Pokéball.
Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal hier weiter mit Teil 2 des Premium Cups Kategorie Pokéball hier bei Pokémon Stadium. Bis dahin, macht's gut.